Leute, wisst ihr, was super ist? Ein weiteres Video. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht in Zukunft mal ein bisschen nicht in einen anderen Kanal ausgliedere. Das möchte ich nicht. Ich finde, die zwei Kanäle, die ich jetzt im Moment habe, sind eigentlich schon ganz super. Aber möglicherweise kommen diese Art von Videos irgendwann auf dem anderen Kanal, der ja seit, ich glaube, März letzten Jahres brach liegt. Da muss ich auch mal wieder was bringen, aber das ist jetzt eine andere Sache. Ich rede mal wieder über was? Über den Ort, wo ich in den letzten Wochen und wahrscheinlich in den nächsten auch am meisten sein werde. Zumindest im Verhältnis zu denen, wo ich woanders bin. Macht das Sinn? Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich war in Creed, dem Kinofilm Creed. Und das ist ganz einfach erzählt eine Weiterführung, beziehungsweise ein Spin-off von Rocky mit Sylvester Stallone, der spielt mit. Dann spielt der Typ mit, wie heißt der noch gleich? Michael B. Jordan, genau. Der hat zum Beispiel in Fantastic Four aus letztem Jahr hat er die menschliche Flamme gespielt. Und ist eigentlich ganz kurz erklärt, die Story. Dieser von Michael B. Jordan gespielte Boxkämpfer namens Adonis Johnson ist der Sohn von Apollo Creed, welcher sich in den früheren Rocky-Filmen mit Rocky, also Sylvester Stallone, Rocky Balboa, geprügelt hat und einiges eingesteckt hat und umgekehrt und so weiter und so fort. Ich muss zuallererst sagen, ich habe die Original-Rocky-Filme nie gesehen. Es gibt offenbar 6 Stück davon, ich habe keinen einzigen davon gesehen. Bitte nicht ausschalten, denn das ist halt in diesem Fall eine Bewertung von jemandem, der diese Filme nicht kennt und der ganz unvoreingenommen da reingegangen ist. Denn es gibt natürlich viele Leute, die sich den jetzt anschauen wollen, weil sie einfach Rocky-Fans sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch genauso begeistert sein werden wie ich. Das ist so im Grunde die Story. Der Typ, der will boxen, richtig, richtig professionell boxen, fängt damit dann auch an und findet mit dem Rocky Balboa nach anfänglichen Startschwierigkeiten einen Trainer und das spielt sich dann weiter bis zu seinen Profikämpfen und Trainingseinheiten und so weiter und so fort. Zwischendurch gibt es ein paar Rückschläge, zwischendurch gibt es eine kleine Liebesstory mit einer R&B-Sängerin. Ich gucke gerade auf, die wurde gespielt von Tessa Thompson. Keine Ahnung, wer die kennt. Aber ja, jetzt nach diesem Film kennt man sie. Der Film ist sehr gut geworden. Ich möchte nicht mehr zur Story verraten, denn im Grunde hat man diesen Aufbau in ähnlich, sagen wir mal ganz in ähnlich. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das sich den ersten Rocky-Filmen irgendwie annähert, aber ich glaube, ich würde mal vermuten nicht, weil zumindest habe ich das von anderen Leuten bislang nicht gehört, auch nicht im Kino. Und wir hatten ja letztes Jahr einen Film, der hieß Southpaw, der war auch sehr gut, den würde ich auch so mit 8 oder 9 Punkten von 10 bewerten. Und den habe ich wirklich richtig gefeiert, den habe ich auch zweimal gesehen, Southpaw. Ich würde sagen, das ist einer der besten Filme 2015, die ich geguckt habe. Und ich muss sagen, Creed hat mir genauso gut gefallen. Als Nicht-Rocky-Fan muss man das sagen, denn der Film hat diese Story, wo dieser, quasi niemand, also der ist am Anfang, ist er zwar auch schon gut im Boxen, so ist es nicht, allerdings muss er sich trotzdem hocharbeiten, weil er ist noch nicht in der Profiliga. Und das ist ja das, was er möchte und das ist das, was er sich hart erarbeiten muss und das ist das, wofür er auch wirklich arbeiten muss in dem Film zusammen mit Rocky. Und er erlebt natürlich nicht immer von Anfang an Erfolge, auch zwischendurch mal Niederschlag. Und man kann sich zwar ein bisschen denken, wie das Ende so kommt, allerdings gibt es tatsächlich einige Überraschungen in dem Film, die ich selbst nicht vermutet hätte, beziehungsweise wo ich selbst gedacht hätte, jetzt kommt ein Klischee-Moment. Die kommen manchmal auch und manchmal kommen sie dann auch allerdings in unerwarteter Form, mit unerwartetem Ausgang. Ich bin ein bisschen vage in dem Punkt, weil ich möchte die Story halt nicht zuvor verraten. Ich schätze mal, Rocky-Fans werden sich den so oder so ansehen, egal ob sie wissen, was drin vorkommt oder nicht. Und für alle anderen ist es doof, schon vorher komplett zu wissen, was drin vorkommt, denn ich glaube, noch nicht mal den Trailer dazu gesehen. Ich hab den vor einem Monat vielleicht mal gesehen und kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Aber da ich ja umsonst reinkomme, also quasi umsonst, ne? Ihr versteht, wenn ihr das letzte Video geguckt habt, in dem Fall
habe ich mir den einfach mal gegeben und ich war wirklich begeistert, weil ich habe letztes Jahr auch Southpaw zum Beispiel gesehen und war vorher nie wirklich Fan von Sport und Boxfilmen und so, weil ich kann auch mit Boxen selber eigentlich nichts anfangen. Ich gucke das nie im Fernsehen und so, aber Southpaw war richtig spannend gemacht und auch dieser Film ist richtig spannend gemacht. Es gibt nicht allzu viele Kämpfe, es gibt vielleicht, also Kämpfe gegen Menschen, die Trainingseinheiten werden sehr ausführlich gezeigt, was ich auch gut finde, ist wirklich gut gemacht, ist spannend sogar. Also man bleibt gut dabei und fiebert teilweise mit und wünscht sich teilweise dann auch wieder nur ganz normal, ja komm, der soll weitermachen, der soll mal ein bisschen nach oben kommen und dann gegen die Großen kämpfen dürfen und dann auch bitte gewinnen. Als er dann zwischendurch noch so eine Romanze anfängt mit dieser Sängerin da, ist das eigentlich für mich auch nicht mal so viel gewesen, weil es ist nicht zu romantisch geworden. Das ist jetzt nichts, wo man zwischendurch sagt, boah, 5 Minuten kannst du abschalten und einpennen. Das gibt ein paar Szenen, wo zwischen den beiden was stattfindet. So, dann wird sich ab und zu mal geküsst, so klar, und dann ist das gut. Und für den Film war das absolut ausreichend. War nicht zu viel und hat mich nicht gestört. Ich fand es sogar eigentlich ganz in Ordnung. Also hat nicht wirklich viel Emotionalität zur Story beigetragen, finde ich. Dafür ist der Charakter dieser Sängerin noch ein bisschen zu wenig ausgeprägt gewesen, aber sie hat nicht gestört und hat es ein bisschen aufgelockert, aber zu und vom Kampf weggeholt, weil es ist auch nicht do, es ist auch nicht so gut, wenn jetzt Augenblick 2 Stunden und 14 Minuten durchgängig nur Boxen zu sehen wäre und zwischendurch nicht mal ein paar persönliche Probleme der Charaktere eingebunden wurden und da kommen tatsächlich ab und zu welche auf, die ich wirklich habe überhaupt nicht kommen sehen und die man auch als Rocky-Fan emotional aufnehmen wird. Sagen wir es mal so. Die Kampfszenen an sich finde ich sehr gut gestaltet. Also ich fand die sehr gut gemacht. Ich benutze ständig das Wort sehr gut und gut gemacht und so, aber wenn ich das sage, dann ist das für mich einfach so. Ne? Nicht, dass ihr euch daran stört, du sagst immer sehr gut, dann sage ich das halt, dann ist das halt so. Ist nicht so, dass ich das nicht bewerten könnte. Aber ich habe tatsächlich, bis jetzt fällt mir nichts ein, was ich wirklich arg schlecht fand an dem Film. Ich muss sagen, es ist so ein bisschen, hat mich die Story halt an Southpaw erinnert. Es ist nicht dieselbe Story. Bei Southpaw, da ist der am Anfang richtig berühmt, fällt dann ab und wird dann wieder Aufsteiger. Hier ist der Typ von Anfang an ganz unten, beziehungsweise auf einem ganz passablen Niveau und will dann hochkommen. Und dann holt er sich halt Rocky ran und da ist dann halt Nostalgiefaktor hoch 10 für alle Rocky-Fans. Ich persönlich bin kein Rocky-Fan, weil ich habe die Filme nie gesehen, aber der Stallone hat seine Rolle auf jeden Fall sehr glaubwürdig gespielt und ich finde, alle Szenen, wo der drin vorkommt, die waren irgendwie richtig geil. Die waren lustig, der hat ab und zu ein paar Stellen, wo man auch mal lachen kann, was ich gut finde, denn im Kontrast dazu gibt's auch viele Szenen, wo man jetzt nicht so unbedingt gut drauf sein sollte, zumindest nach den Filmemachern. Und deswegen finde ich das eine gute Abwechslung. Auch der Michael B. Jordan spielt seine Rolle gut. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe jetzt noch nie wirklich einen Boxkampf live oder im Fernsehen verfolgt, aber das, was sie da abgeliefert haben, wirkt für mich so, als ob es ein echter Boxer wäre. Ich weiß auch nicht, wie viel der wirklich trainiert hat für den Film. Ich weiß, dass bei Jake Gyllenhaal oder Gyllenhaal, wie man den aussprechen möchte, dass der wohl sehr viel trainiert hat für den Film, logischerweise, ne, vom Nichts quasi sich hocharbeiten. Und ich bin mir sicher, dass dieser Michael Jordan das auch getan hat, denn das wirkt schon alles ziemlich realistisch in dem Film. Und auch, dass die Rocky nicht selbst nochmal so aufgeputscht haben, dass der da selber nochmal anfängt, richtig zu boxen. Denn über den gesamten Film ist er eigentlich nur der Coach, was ja auch in seinem Alter ganz gut ist. Ich weiß nicht, wie alt der Stallone jetzt ist, aber das müsste um die 70 schon sein oder vielleicht schon drüber. Ja, 70, weiß nicht. Irgendwie sowas um den Dreh. Und was gibt's zu sagen? Also Musik fand ich sehr gut übrigens. Das gibt viele Rap-Stücke, die zwischendurch eingespielt werden. Ich würde es in die Richtung Rap einordnen. Auch ein bisschen Pop und sowas. Und so eine ganz komische R&B-Richtung, die diese Sängerin halt selbst spielt. Und das ist eine ganz gute Mischung, würde ich sagen. Das passt aber auch zu dem Sportfilm ganz gut, weil da braucht man halt einfach so, weiß ich, Mucke halt, die einen richtig auch, die man vielleicht auch beim Trainieren hören würde, wenn man ins Fitnessstudio geht oder sowas. Und sowas wird hier dann auch mit eingespielt und ich fand's gut. Das hat gepasst und in den passenden Momenten ist dann auch keine Musik zu hören. Das heißt, da wird nicht einfach irgendwie die Atmosphäre kaputt gemacht. Der Großteil des Films spielt doch tatsächlich in einem Vorort von Philadelphia.
würde ich sagen. Also so eine kleine US-Nachbarschaft und ein kleines Städtchen, Vorstädtchen halt. Und also es ist insgesamt ähnlich wie Southpaw gemacht, dass man sich vorstellen kann, yo, so könnte das in Wahrheit auch passieren. Wie lange nehme ich schon auf? Augenblick. 10 Minuten. Ach, ich bin so gut in der Zeit. Das könnte so auch im echten Leben passieren, denkt man sich. Und es ist jetzt nicht so sprunghaft quasi so, dass er von einem auf den anderen Tag dann plötzlich einen Masterkampf macht. Es gibt einen großen Kampf gegen Ende. So viel kann ich sagen. Dazu komme ich nämlich jetzt gleich. Aber da wird der Weg dahin ganz langsam geebnet. Es ist ein bisschen gut, es ist nicht wirklich unrealistisch, dass er plötzlich diesen großen Kampf bekommt, weil es ist so, dass er mit diesem großen Namen, also als Sohn des Apollo Creed, der gegen den Stallone gekämpft, gewonnen, verloren, wie auch immer hat, aber der dementsprechend auch einer der größten Boxer war. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich existiert hat, dieser Creed, aber ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Seht ihr, ich habe nie Rocky geguckt, aber es ist mir auch egal gewesen. Und dann geht er halt irgendwann her, nimmt den Namen an und beziehungsweise ja, kämpft unter dieser Flagge und dann kriegt er natürlich auch das entsprechende Angebot, deswegen finde ich das nicht mehr unrealistisch. Dann trainiert er hart und dann gibt es einen großen Kampf am Ende, über den ich jetzt nochmal ein, zwei Minuten reden will, was in meiner Zeit heißt 4-5 Minuten. Der war richtig gut. Ja, genau. Mehr kann ich gar nicht sagen. Das ist also in Choreografie, finde ich, sehr gut gemacht. Und ja, ich benutze wieder gerne das Wort sehr gut. Dabei ist es sogar ein aus zwei Wörtern bestehendes, ne? Und das war, da hat man mitgefiebert. Also das fand ich, den Endkampf von Southpaw, falls ihr den Film gesehen habt, den hat so ziemlich jeder geil gefunden. Und der war auch richtig, richtig gut. Aber der Endkampf von Creed, der hat dann nochmal so ein Tüpfelchen draufgesetzt. Weil zum einen ist Rocky dabei und das hat selbst bei einem wie mir irgendwie so Nostalgie-Feeling gegeben, so nach dem Motto, da ist ein richtig großer, der steht dahinter neben dem Ring und feuert seinen Schützling an. Und der Kampf selber ist richtig gut choreografiert, also ich könnte da jetzt persönlich nicht von echten Boxern unterscheiden, die sich da bekämpfen. Das ist dann natürlich auch eine entsprechende Größe, gegen die er da kämpft. Und das Ende ist in gewisser Weise erwartbar, dann aber auch wieder nicht. Also man, mehr sage ich dazu nicht. Also es ist ein Kampf, der irgendwo voraussehbar ist, aber dann auch wieder nicht. Das ist ganz komisch. Das kann ich nicht anders erklären, weil sonst müsste ich spoilern und das möchte ich nicht. Ich sag nur so viel, es war richtig gut. Also der Kampf selber, da habe ich selbst nichts dran auszusetzen. Ich habe auch während des Kampfes selber habe ich nicht mal wirklich viele Schnitte gespürt, obwohl es wahrscheinlich sehr viele waren. Also wirklich die eigentlichen Kampfszenen. Dementsprechend glaube ich denen auch, dass die Schauspieler selber das gut einstudiert haben. Und womöglich gar selber Boxer sind. Ich mag da nicht wirklich dran zweifeln, nachdem ich das gesehen habe. Das ist halt das, was ich zu diesem Film zu sagen habe. Der Film hat gute Kampfszenen, der hat eine sogar gute Story für so einen Sportfilm, aber es ist ja allgemein eher so in letzter Zeit zumindest, so, was Sportfilme angeht, weiß nicht, die aus den USA kommen, Moneyball zum Beispiel oder jetzt, wie hieß denn der eine nochmal? Verdammt, ich habe es vergessen, aber es gibt ja in letzter Zeit viele Sportfilme, die auch mehr auf Story setzen tatsächlich, wo man allerdings auch davon ausgehen muss, weil in 2 Stunden pur Boxen zu zeigen, da müssen dann halt nur die Hardcore-Fans sich verpflichtet fühlen, den zu sehen und das wollte man hier vermeiden, vor allem, weil es ja heißt Rocky's Legacy, also Rockys Vermächtnis. Dementsprechend haben die da viel Referenzen auch aus den ersten Rocky-Filmen eingebaut, habe ich mir sagen lassen. Ich meine, man sieht es an anderen Stellen offensichtlich, an anderen Stellen habe ich die Referenzen vielleicht einfach nicht verstanden, weil ich die nicht gesehen habe, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen, weil nach diesem Film habe ich da richtig Bock drauf und den werde ich mir auch noch ein zweites Mal angucken, weil der einfach geil ist. Also die Kampfszenen kann man sich immer wieder angucken, ich habe auch damals Southpaw 2-mal gesehen, eigentlich nur wegen den Kampfszenen und die emotionalen Parts, die geben halt noch so ein Tüpfelchen obendrauf, das sind die Parts, die man nur einmal sehen muss, weil das ist halt die Story, die kennt man dann, die ist nicht so super kompliziert, um ehrlich zu sein. Aber das muss sie auch gar nicht sein, denn ist es wirklich gut geschauspielert, gute Schauplätze, Musik, ich finde Choreografie und das ist ja fast alles bei so einem Sportfilm, wenn die Story ganz passabel ist. Und zur sonstigen Filmarbeit kann ich nicht viel sagen.
Kritiker würden sich jetzt vielleicht dazu äußern, ja, Kameraführung war gut, oh, das Drehbuch war gut. Weiß ich vom Drehbuch, ich habe das Drehbuch nie gelesen, aber das, was ich da gesehen habe auf dem Film, hat mir gefallen, hat mich durchgehend unterhalten. Ich habe mich während der 2 Stunden 14 Minuten nicht wirklich, nein, nicht einen Moment gelangweilt gefühlt. Ich habe mir vorher einen Energy-Drink gekauft, weil ich dachte mir, da gibt es bestimmt ein paar Szenen, wo ich gleich wegnicken werde, aber die habe ich gar nicht gebraucht. Habe ich natürlich trotzdem getrunken, weil dann, man kann ja nie wach genug sein, ne? ja. War schon echt geil. Also, kann man nur empfehlen. Rocky-Fans auf jeden Fall sowieso reingehen. Also, wer Rocky mag und wer Sportfilme mag, wer vor allem Southpaw mochte, der muss sich den Film eigentlich auch angucken. Und alle anderen, die Actionfilme mögen, können sich den vielleicht auch mal geben. Weil es ist nicht, es gibt nicht wenige Szenen, wo geboxt und trainiert wird. Und selbst die Trainingsszenen finde ich ziemlich ansehnlich, um ehrlich zu sein. Ja, und das ist dann, an einer Stelle gibt's auch, beziehungsweise ich sag mal, ich möchte nicht wirklich spoilern, aber an mindestens einer Stelle kommt noch die Original Rocky Theme, also das Soundtrack, der Soundtrack, und das ist schon, da hab sogar ich ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil das ist einfach ein Track, den kennt so gut wie jeder, auch der nicht Rocky geguckt hat. Und das ist irgendwie, den hätten die ein bisschen länger spielen sollen. Das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe. Und ich finde ihn auch nicht zu lang. Gut, man hätte ihn 14 Minuten vielleicht kürzen können oder so auf exakt 2 Stunden. Und dann die Geschichte mit der Frau komplett rauslassen können. Aber mein Gott, sowas braucht man halt. Ich fand es jetzt nicht besonders nötig, aber wahrscheinlich hätte ich ihn sogar schlechter gewonnen, wenn es nicht drin gewesen wäre. Weil das ist vielleicht eine von den Sachen, die den Film einfach abrunden und der Zuschauer merkt es nicht wirklich. Gibt's ja sowas, ne? Das sind die, wie sagt man, wie bei Müllmännern oder so, man merkt so lange nicht, dass sie da sind, bis sie mal weg sind. Und dann fällt's negativ auf. Deswegen habe ich da nichts gegen zu sagen. Ich würde dem Film, der übrigens ab 12 freigegeben ist, das heißt, alle Jüngeren von euch dürfen sich das auch gut angucken, und ich sehe gerade, der ist als Drama eingeordnet. Na gut, er ist halt auch ein Drama, aber auch halb, Boxfilm, Sportfilm. Und das gefällt mir. Ich bin so langsam Fan dieses Genres, also wenn da in Zukunft noch mehr dieser Art kommen, weiß ja nicht, ob nochmal ein Rocky-Film kommt als Nachfolger von dem hier. Wenn es schon original 6 Filme gab, dann werden die hier wahrscheinlich nicht aufhören. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr kann ich schon, aber ich würde mich wiederholen, deswegen hoffe ich, hat euch das gefallen, ne? Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben, auch einen Kommentar schreiben, und ich lasse mir was einfallen, dass, wenn ich sowas häufiger mache, das vielleicht auf meinem anderen Kanal hochlade, mit anderem Hintergrund, vielleicht auch mal tatsächlich nur mit Webcam-Aufnahme von mir. Ich weiß ja nicht, ob ihr mir gerne 20 Minuten beim Reden zuhört und zuseht, oder ob ihr lieber Gameplay im Hintergrund habt, ob das zu sehr ablenkt, aber es kam bisher noch keine negative Resonanz. Und die Leute, die sich sowas nicht gerne angucken, sollen jetzt dann bitte auch einfach nicht gucken. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr dann an dieser Stelle noch zuhört. Das heißt, danke, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt, liebe Kinofans. Und ich würde sagen, ich gebe dem Film wahrscheinlich für den 8,5 von 10 Sternen geben. Nicht, dass das eine schlechte Wertung wäre, das ist sogar eine sehr gute Wertung. Aber man braucht halt immer noch ein bisschen Luft nach oben. Ich neige eh immer dazu, zu gut zu bewerten. Deswegen zwinge ich mich dann immer noch, wenn ich irgendwem eine Wertung sagen muss, nehme ich immer einen Punkt runter. Das heißt, ich lande hier bei 8 bis 8,5 von 10 Punkten, und weil ich einfach irgendwie gerade ein bisschen begeistert noch davon bin, sage ich mal 8,5. Ja, und wenn man dann kaufmännisch rundet, kommt man auf, ist das kaufmännisch oder mathematisch runden? Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne 9 Punkte vergeben. Ich glaube, auf der IMDb hat er 8 von 10 bei 50.000 Bewertungen. Das ist doch schon eine ganze Menge. Sagt mir eure Meinung zum Film. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zusehen. Und wünsche viel Spaß bis zum nächsten Let's Play Part, den ihr vielleicht gucken werdet, oder bis zum nächsten Review. Das könnte dann direkt zum Film Die fünfte Welle sein. Den schaue ich mir nämlich morgen an. Toll, ne? Kino ist einfach geil. Mal gucken, wann ich die Schnauze voll habe. Ich hoffe, nachdem die Goldkarte abgelaufen ist, sonst hat sich das nicht gelohnt. Ja, so, jetzt aber mal endlich, ne? Guckt euch Rocky an, Creed, ne? Nicht, dass ihr die alten Filme rauskramt. Ruhig mal auch ins Kino gehen. Ach so, letzter Kommentar. Fürs Kino ist er auch gut geeignet, ne? Also Kampfszenen und mit fetter Musik kommt das schon richtig geil.
im Kino. Ist jetzt nichts, was ich nur zu Hause gucken würde. Also bis dahin. Tschüss.